Moin Moin und willkommen zu unserem zweiten Teil unserer Thailand-Reise. Wir sind hier gerade beim Tempel Wat Chai Wanaram. Diesen Tempel hat der König Prasathong im Jahr 1630 erbauen lassen. Nur um ihn dann seiner Mutter zu schenken. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Der Dude dachte wirklich, dass es das ist, was seine Mutter von ihm wünscht. Ich habe mich dann natürlich direkt instinktiv hinterfragt. Vielleicht bin ich ja falsch. Vielleicht wünscht sich meine Mutter ja auch so einen Tempel. Sekunde, wir rufen sie kurz an. Hallo Mama, ich wollte dich nur was fragen. Erzähl. Würdest dich freuen, wenn ich dir einen Tempel schenken würde? Ein was? Einen Tempel. Ein Tempel? Was ist das? Einen Tempel, einen Riesentempel. Ja, wie schenkt man so einen Riesentempel? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wie wenn du sagst, ich schenke dir einen Moschee. Wie macht man das? Keine Ahnung, aber in der Vergangenheit war das anscheinend möglich. Also würdest du dich darüber freuen? Nee. Nein, ich würde mich nicht freuen, nein. Okay. Du bist mein Tempel, bitte. Okay. Ich bin deine Mutter, ich brauche keinen Tempel, ich brauche das. Oh, danke. Okay, mein Baby. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, ciao. Okay, Leute, wir haben Proof. Wir müssen unserer Mutter keinen Tempel kaufen, damit sie glücklich ist. Also an alle Könige und Superreiche da draußen, kauft eurer Mutter keinen Tempel. Schenkt ihr ein bisschen Zeit. Hallo zusammen und willkommen zurück zu unserer Serie, in der wir mit unserem Van die Welt erkunden. Das Ziel? Australien. Werden wir es aus dem hohen Norden Deutschlands bis ins weit entfernte Australien schaffen? Oder haben wir unser Ziel doch zu hoch gesteckt? Falls euch die Antwort dazu interessiert und ihr uns begleiten wollt, dann drückt unten auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke nebenan. Dann verpasst ihr keine Etappe mehr. Einen Teil der Reise seht ihr jetzt. Viel Spaß! Also Angst, dass das eine Schlange wird. Wenn der Boden zu heiß ist, baut man sich einfach Schuhe. Ne? Ich weiß nicht, wie viel das bringt, aber 10% hast du abgedeckt mindestens. Das ist so atemberaubend. Wir haben hier schon wieder was gesehen, was wir so noch nicht kannten. Wir sind hier gerade bei den Slippery Waterfalls. Nein, warte mal, nicht Slippery. Sticky Waterfalls. Deswegen können wir hier barfuß ganz entspannt hochlaufen, obwohl es mega steil ist. Aber der Stein lässt es einfach zu. Es ist wirklich so, als wenn man wie Spider-Man eine Wand hochläuft. Richtig, richtig angenehm. Und es sieht atemberaubend aus. Während ich das sage, wie unglaublich sticky das ist, kann ich mir vorstellen, dass ich gleich auf die Fresse fliege. Wie schön. Kaum zu glauben, dass sowas natürlich entsteht. Richtig schön erfrischend kalt. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Bei 30 Grad. Toll. Guck dir mal an, wie das geformt ist. Und wir sind hier mitten im Dschungel. Oben war ja auch dieses Schild mit Vorsicht Snake. Respektiv. Aber wäre schon nervig, wenn ich hier welche sehe. Beziehungsweise und welche beißen. Kein Problem. Ja, hier ist weit, ich bin dran. Das ist so schön hier. Quasi mitten im Dschungel. Läuft man hier lang. Hier haben wir noch den ganzen Tag verbraucht. Nicht nur, weil es einfach wunderschön war, sondern einfach, weil es auch viel kühler war als anderswo. So ein wunderschöner und vor allem lebendiger Wald macht die Umgebung viel erträglicher. Und der Sticky Waterfall, beziehungsweise der Buatong Waterfall, wie er eigentlich heißt, ist wirklich ein kleines Naturwunder. Man kann sich gar nicht so richtig vorstellen, wie es ist, da hochzulaufen, weil es ist einfach wirklich so, als wenn du wie Spider-Man eine Wand hochläufst. So viel Grip hat man, wenn man da hochgeht. Dieser Ort ist wirklich einzigartig. Also jeder, der mal in Chiang Mai ist oder generell in Thailand und seine Route plant, den Sticky Waterfall mit ein. Das ist wirklich ein kleines Naturwunder.
Wenn man sich das jetzt hier anguckt, es ist wirklich komplett kontraintuitiv. Zumindest für mich, wenn man hier Steine sieht und da Wasser rüberläuft, denkt man sich die ganze Zeit, okay, man müsste hier eigentlich wegrutschen. Aber nicht bei den Sticky Waterfalls. Man läuft dort wirklich barfuß eine nasse Wand hoch. Und es dauert wirklich nicht lange, bis man etwas zu viel Confidence sammelt in seine neuen Spider-Man-Abilities. Aber uns ist zum Glück nichts weiter passiert. Und das hier war jedenfalls ein toller kleiner Stopp inklusive Abkühlung, bevor es jetzt weiter in den nächsten Dschungel geht. Nämlich in einen Blechdschungel nach Bangkok. Gerade mitten in Chinatown. Es ist so unglaublich eng, so viel Verkehr, dass man quasi das Auto nebenan berühren kann, wenn es an dir vorbeifährt. Und links und rechts fahren auch die ganze Zeit Rollerfahrer vorbei. Wow, schön. Auf jeden Fall beeindruckend hier. Jetzt müssen wir nur noch einen Parkplatz finden, aber es gestaltet sich nicht ganz so einfach mit unserem Mobil. Mal gucken. In Bangkok hatten wir einiges vor, allerdings war Sightseeing keins dieser Tasks, die wir abhaken wollten. Hier waren wir erstmal auf Nahrungssuche, danach müssen wir noch Lebensmittel einkaufen gehen, Wasser tanken, Tank sauber machen und so weiter und so fort. Eben alles das, was zum Vanlife eben auch dazu gehört. Okay. Mach mal auf. Sieht das gut aus? Good. Hey, wir kümmern uns heute um das Wassersystem. Es ist unglaublich warm hier. Wir haben 35 Grad draußen. Deswegen ist das Auto an, die Klimaanlage läuft. Ansonsten sterbe ich, während ich den Wassertank sauber mache. Es sieht auf den ersten Blick schon mal so aus, als wenn er einigermaßen gut durchgehalten hat. Also das sind jetzt keine größeren Ablagerungen, die ich bis jetzt sehe. Können wir zusammen reingucken. Was rede ich? Ihr könnt sogar weiter reingucken, als ich es kann. Ich habe gesehen, dass unten tatsächlich ein paar Ablagerungen drin sind, aber das sieht mir eher nach Sand aus, was nicht schlimm ist. Aber der Tank ist natürlich ein bisschen nervig und ist schwer da rauszubekommen.
Aber alles in allem ist das jetzt kein großes Problem für die Gesundheit. Ich habe jetzt auch keinen großen Biofilm gesehen an den Seiten. Als ich das Auto gekauft hatte, war gebraucht, hatte 202.000 runter, aber war gebraucht. Da hatte er schon einiges an Ablagerung an den Seiten gehabt. Da musste ich den Tank gründlichst reinigen. Aber jetzt sieht er ganz gut aus. Ich bin sehr zufrieden, denn das hier ist nicht nur unser Frischwassertank, sondern auch unser Trinkwassertank. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, dass wir hier vorne auch einen Filter installiert haben. So, ich mache das auch nicht jeden Tag. Ich hoffe, das Auto ist nicht zu laut im Hintergrund. Auf jeden Fall haben wir hier Komponente B, das ist Komponente A. Und jetzt einmal Komponente B in Komponente A einfüllen. Oh, ich fühle mich wie Walter White. Okay. Dann einmal zumachen. Hier steht kräftig schütteln. Und nicht in die Sonne stellen. Wir stehen gerade sowieso im Schatten, von daher ist es ganz praktisch. Und ja, 90 Minuten warten, bis es sich gelblich verfärbt oder irgendwie sowas habe ich gelesen. So, genau, Schritt 3. Schließen Sie nun die Flasche und schütteln Sie ca. 10 Sekunden, haben wir gemacht. Und 4. Lassen Sie die Lösung für 90 Minuten bei Zimmertemperatur geschützt vor Sonnenstrahlung stehend reagieren. Flascheninhalt färbt sich gelb. Sieht man vielleicht gar nicht so richtig, aber es färbt sich tatsächlich jetzt schon gelb. Tipp: Perlatoren sowie Duschköpfe. Perlatoren, hört, hört. Die von Dexter haben auf jeden Fall studiert. Perlatoren sowie Duschköpfe sind hervorragende Lebensräume für Krankheitserreger. Schrauben Sie daher die Perlatoren und Duschköpfe, wenn möglich, ab, um diese gesondert zu reinigen und zu desinfizieren. Okay. Tipp: Bei starken, verschmutzendem Tank empfehlen wir eine zusätzliche Flasche. Haben wir nicht, brauchen wir nicht, kaufen wir nicht. Um 19 Uhr geht es dann weiter. Dann haben wir 90 Minuten gewartet, bis die Lösung reagiert. Dann lassen wir den Abwassertank und den Frischwassertank komplett leer laufen. Machen neues Wasser rein, also 20 Liter steht glaube ich drin. Ne, 40 Liter steht glaube ich drin. 20 Liter, wenn du ihn auch gleichzeitig entkalkst. Entkalken tun wir ihn heute nicht. Und dann müssen wir nochmal 4 Stunden warten, bis das Zeug hier Magic gemacht hat. Und dann sollte der Wassertank sauber sein. Natürlich musst du ihn nochmal auffüllen, leer machen und wieder neu auffüllen. Und dann sollte das Wasser wieder trinkbar sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das nach ISO 374B-C alles sauber ist. Ich sehe es von hier nicht. Ihr schon. Moin Moin, wir hatten gestern keine Lust mehr, hier noch irgendwas zu machen. Heute haben wir allerdings schon ein bisschen gearbeitet. Das Mittel ist raus. Der Tank sollte clean sein. Jetzt müssen wir nur noch die Rückstände rausbekommen. Das machen wir dadurch, indem wir den Eimer komplett auffüllen und nochmal ablassen. Und danach füllen wir ihn wieder auf und dann sollte das Ganze trinkbar sein. Oh mein Gott, es gibt doch immer wieder einen von solchen Tagen. Wasser holen war noch nie so anstrengend wie heute, beziehungsweise wieder sauber machen gestern und das Wasser holen heute. Ich war jetzt bei 8 Tankstellen, 8 oder 9. Und jedes Mal tankst du 20 Liter, denkst, okay, cool, funktioniert. Und dann ist das Wasser leer. Die speichern ihr Wasser hier in irgendwelchen Behältern im Hinterhof. Teilweise sind die super heiß, dass du die gar nicht nehmen kannst. Und du kannst nicht mal deine Hand unterhalten, so heiß ist das Wasser. Und jetzt bin ich hier gerade bei der, ich glaube, 6. Shell-Tankstelle. Und es scheint zu funktionieren. Der Wasserdruck ist gut, das Wasser ist relativ kühl. Und ja, jetzt sage ich gerade, es funktioniert und jetzt passiert nichts mehr. Okay, perfekt. Gott, bin ich fertig. Das hat jetzt, weiß ich nicht, schon 4 Stunden gedauert. 4 Stunden fahre ich hier rum und probiere Wasser zu holen. Und ich will eigentlich nur eine Dusche haben, ey. Ich bin fertig. So, ich bin fertig. Auf jeden Fall hat er jetzt schon mal genug Wasser getankt, damit wir duschen können. Und damit ich genug zu trinken habe für die nächsten Tage. Aber ich gehe davon aus, dass er voll wird. Ich bin ja jetzt nicht so pessimistisch. Ja, that's it. Der Prozess, den Wassertank sauber zu machen, Wasser neu aufzutanken. Wie ihr gerade deutlich gesehen habt, läuft bei Weitem nicht jeder Tag nach Plan. Aber ihr könnt mir glauben, sobald ihr euch ins Auto setzt, aus dem Fenster guckt und die vorbeifliegende Landschaft genießt, geht's euch wieder besser. Jetzt sind wir gerade in der Nähe von Bangkok. Wir gehen gerade auf den Train Market. Vor einigen Tagen noch bis zu minus 35 Grad. Und jetzt sind wir hier bei plus 35, plus 36 Grad ungefähr gerade. Auf jeden Fall elendig warm. Das Problem ist auch, dass die Luft gerade steht. Und das
wird mir gerade klar, dass wir aus der kältesten Hauptstadt der Welt, nämlich aus Ulaanbaatar, der Mongolei, in die heißeste Hauptstadt der Welt innerhalb von wenigen Tagen gefahren sind. Es ist wirklich komisch, sowas mit einem Wohnmobil zu machen. Aber wir sind gut angekommen, wir haben eine gute Zeit hier und ich hoffe, dass ich gerade noch rechtzeitig zu diesem Train Market komme. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, ein Markt, der genau auf den Gleisen gebaut ist und wo die Leute ihre Zelte, ihre Läden kurz bevor der Zug kommt einklappen, damit der Zug passieren kann. Und jetzt gucken wir uns den Markt an und hoffen, dass wir den Zug erwischen. Allerdings ohne mitzufahren. Dragon Fruits. Das sind die geilsten Früchte überhaupt. Ich habe mir jeden Morgen eine rein. Die sehen cool aus, die schmecken gut, die sind nicht zu süß, sie machen satt. Wir haben Abstand meine Lieblingsfrucht. Wer sie noch nicht gegessen hat, haut rein. Hier kosten sie 30 Cent, aber in Deutschland sind wir ungefähr bei 5 Euro pro Frucht. Deswegen kann man sich das da nicht leisten. Auch richtig interessant, wenn man in diesen Gassen hier langläuft. Man ist es ja gewohnt, links, rechts zu laufen. Ich kann mich noch in Berlin daran erinnern, rechts stehen, links gehen. Jedes Mal, wenn man auf eine Rolltreppe geht, hört man das irgendwie im Hintergrund. Aber hier ist es genau umgedreht, weil hier ist halt Linksverkehr. Und die Locals halten sich auch daran, wenn man über die Gehwege hier geht. Was sehr interessant ist. Ich muss mich auch jedes Mal wieder daran erinnern. Und die Touristen, die halten sich halt nicht daran. Die gehen immer auf der rechten Seite. Das ist schon funny. So, wir sind fast da und ich hoffe, der Zug kommt. Da sind die Schranken. Ich glaube, da rechts rein geht's. Oder links rein, keine Ahnung. Okay. Spannend, spannend, spannend. Das ist knapp. Ich glaube, wir müssen auch langsam zusehen, dass wir hier runterkommen. An eine Sache habe ich nicht gedacht, nämlich dass jemand die GoPro einfach hätte klauen können, wenn er einfach ausgreift. Die Hupe war ein bisschen laut, aber sehr spannend zu sehen, wie schnell das alles geht. Wie schnell die einfach ihre Zelte einklappen, ihre Läden einfahren und dann der Zug durchfährt. Und das war's dann auch schon. Und 3 Sekunden später steht alles genauso, wie es vorher war. Echt spannend, echt cool gemacht. Wir fahren hier gerade einen wunderschönen Track in Richtung Phuket. Gerade sind wir an einer Stelle, wo wir in ein anderes Land reingucken können, nämlich nach Myanmar. Ungefähr 50 Meter ist Myanmar, wo ich in meinem Leben auch nochmal sehr gerne hin möchte. Derzeit ist es leider nicht möglich, weil es dort vor nicht allzu langer Zeit einen Putsch gab und die politische Lage auch in diesem Land nicht ganz einfach ist. Aber wir sind so nah dran, dass wir quasi die Luft Myanmars riechen können. Und ja, wir genießen hier den wunderschönen Track bei
guten 30 Grad und Sonne pur. Aber ja, wir sind so nah dran, dass wir quasi die Luft Myanmars atmen können. Wenn ihr mal in den Genuss kommen solltet, durch Thailand zu fahren, in den Süden Thailands, vielleicht sogar bis nach Malaysia, nehmt eine westliche Route durchs Grüne an der Grenze zu Myanmar vorbei. Super schön hier, wirklich. Also hier gibt es so viel zu sehen und die Route macht auch echt Spaß zu fahren, weil man die ganze Zeit hoch, runter, links, rechts, die Autobahn ist gut ausgebaut. Und das Coolste ist, dass man, wenn man nach rechts guckt, meistens nach Myanmar guckt, weil es genau nebenan ist, sozusagen die verbotene Frucht. Für einige Zuschauer war das vielleicht etwas zu viel Harmonie, aber für euch habe ich auch was, also bleibt dran. Wir fahren jetzt nämlich schnell weiter Richtung Süden, nach Phuket, nachdem wir alle Besorgungen in Bangkok gemacht haben. Denn wir haben einen Termin in Phuket. Eine alte Freundin aus der Heimat ist dorthin ausgewandert. Sie lebt nun dort und macht auch schon eine ganze Weile Muay Thai. Und wie der Zufall es so will, hat sie heute einen Kampf, den wir uns natürlich nicht entgehen lassen wollen. Ich meine, wir sind gerade in Thailand und Muay Thai ist tief mit der thailändischen Kultur verwoben. Das wäre schon fast illegal, wenn wir in Thailand sind und sowas entgehen lassen. Vor allem dann, wenn eine Thai gegen eine Eckernförderin kämpft. Also bitte. Auf jeden Fall bekommt sie heute Verstärkung aus Eckernförde. Falls ihr daran Interesse habt, wie Expats aus Deutschland in Thailand, speziell in Phuket, leben, beziehungsweise sich dort ein Leben aufgebaut haben, ihr findet Amelie bei Instagram unter dem unten eingeblendeten Namen. Sie hat wirklich so ziemlich alles dort geteilt, von ihrem ersten unbeholfenen Schlag gegen einen Boxsack bis hin zu den Lowkicks direkt aus der Hölle. Aber Schluss nun mit der Heiligsprechung. Hier seht ihr die Resultate. Das war wirklich noch mehr Entertainment, als wir es anfangs erwartet hätten. Der ganze Abend wurde auch begleitet durch traditionelle thailändische Musik und es gab jede Menge Kämpfe, von Amateur bis Profi. Alles war mit dabei. Und sowas zum ersten Mal zu sehen, ist wirklich spannend und ein Privileg. Fast schon schade, dass Amelie nur 2 Runden gebraucht hat, um ihre Kontrahente rauszuhauen. Aber hier sieht man, was man in 3 bis 4 Jahren mit harter Arbeit und jeder Menge Training erreichen kann. Und ja, vielen Dank, dass ihr bis dahin wieder dabei wart. Nächste Woche geht's weiter. Und vielen Dank für euer Engagement in den Kommentaren. Das hilft mir wirklich sehr, ein bisschen genauer zu verstehen, was ihr euch wünscht und in welche Richtung ich den Kanal ausbauen möchte. Also, nochmal vielen Dank und bis nächste Woche.